Heute machen wir mal wieder ein schnelles Rezept mit eines unserer neuen Gewürz- und Salzmischungen, und zwar heute mit Olive, Salbei und Zitrone. Freue ich mich drauf. Das heißt, ihr seht, draußen ist Bombenwetter. Ich komme nach Hause, habe echt Hunger. Was kann ich schnell mal machen? Schnell eine Pasta, ein bisschen Chili, Knoblauch, Petersilie. Habe so ein bisschen geguckt, was habe ich noch im Kühlschrank. Habe noch ein bisschen Rucola gefunden, Fenchel, Pasta habe ich schon mal angesetzt. Sie köchelt. Und jetzt schmore ich ein bisschen die Chili an und den Knoblauch, schneide die Petersilie, schwenke das einmal schon mal durch. Und dann kommt die Pasta hinzu, garniere das noch ein bisschen, schönes Olivensalz dazu und dann haben wir ein schönes, schnelles, frisches Gericht. Der Definition ein bisschen Olivenöl, da gehen ja Marcel und ich immer ein bisschen auseinander. Weil wenn wir sprechen und sagen, ich nehme ein bisschen Olivenöl, auch bei der Situation hier, ist ein bisschen Olivenöl wirklich mal mehr. Dann könnt ihr das leicht anrösten. Auch nicht zu kräftig, dass es so ein bisschen Farbe nimmt. Da es ja wirklich ein bisschen ein rustikaleres Gericht ist, ihr seht das, ich zupfe das gar nicht so fein. Ich mag es auch, wenn so ein bisschen Haptik noch mit dabei ist dann von den Stellen. Wenn sie natürlich zu dick sind, so ein bisschen grob, habe ich es vorher schon ausgesucht, / gezupft. Das reicht schon, das hat gleich ein bisschen Farbe genommen, es duftet schon wunderbar. Wichtig ist beim Pasta kochen, ich mache wirklich nur richtig kräftig Wasser dran. Und brauche dann nachher nicht mehr irgendwie so ein bisschen Übungssache. Dann rumzudoktern und zu versuchen, dann noch Geschmack reinzubekommen. Aber wie gesagt, ein, zwei Minuten. Ich mache die Petersilie dazu, gieße das ab, dann können wir es durchschwenken und können dann auch schon anrichten. Ich habe einmal ganz kurz den Anschwitzvorgang unterbrochen. Spaghetti habe ich abgegossen. Mache jetzt die Petersilie dran. Die schwenke ich einmal mit durch. Ja, ihr seht, ich habe hier wirklich auch viel genommen. Ja, ich mag das, wenn auch wirklich viele Kräuter dran sind. Petersilie schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch gesund, wenn wir schon so viel Pasta essen. Von dem her schmeckt es nochmal viel besser, wenn es einmal kurz mit angeschwitzt ist. Salz. Olive, Salbei, Zitrone bietet sich natürlich an. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Rucola-Salat da. Gebe ich noch ein bisschen drüber. Ich lasse es auch gleich im Gefäß. Du würdest es jetzt auch direkt auf den Tisch stellen, dann bleibt es warm. Du kannst direkt da rausessen oder die Gäste. Ich hatte noch ein bisschen Fenchel. Den hobe ich noch ein bisschen drüber.
Parmesan. Und Masi, zum Schluss? Bisschen. Jawohl. Ich wünsche viel Spaß. Oder zumindest hoffen wir, dass wir euch ein bisschen inspiriert haben.